Höhlentöter. Kasper, Lucky. Schieß auf den, in dem Moment bricht er durch die Decke und fällt runter. Ein Gegner? Im selben Takt. Ey, eine Minigun willst du verarschen? Hast du nur eine Minigun? Und einen Elefantentöter. Oh, läuft das heute. Jetzt habe ich auch eine graue MP, die bevorzuge ich gegenüber den beiden anderen. Ich hab den Typen im Zellentrakt. Wollte ja gerade einen Trank trinken. Mittleren Trank für uns gerettet. Ich kann kommen, wenn du willst, ne? Aber irgendwie. Ja, dann lass. Hast du denn gesehen, wo der andere Typ ist? Ich hab keinen gesehen. Also ich alleine ganz ehrlich, ist. Ich weiß gar nicht, wo hier Gegner sein sollen. Bring dir einen Mini mit. Ich bin voll. Ah, okay. Ich komme jetzt in den Zellentrakt. Schrotflinte oder so, wäre nice. Ja, hier. Also hier ist eine grüne Auto. Ja, nehme ich. Ei. Wenn du Muni dafür brauchst, hast du Bescheid. Ah ja, 8 Stück. So. Hast du hier schon alles ausgelootet? Ja, in dem Gebäude schon. Hey, meinst du nicht über einen Gegner? Ja, ich habe einen getötet. Ist er direkt gestorben? Ne. Ja, ich hatte einen Kumpel. Aber irgendwie ist der Kumpel hier wohl nicht gelandet. Ich habe nämlich auch das Gefühl, weil ich habe auch keine Schritte gehört. Bisher. Was ist denn am Molsti oder so weitergeflogen? Ja, du bist nicht vom Molsti. Easy game. Hat gut funktioniert. Ja. Wahrscheinlich beide tot. Oh, mitten in der Zone können wir eigentlich noch Mäuste gehen, da gibt es doch deutlich mehr Loot. Ich hasse es, Mäuste rumzulaufen. Schön offen und man ist langsam im Sumpf. Da hinten war doch Kundschaft. Da im Süden hüpft er. Das ist ein Mate. Wahrscheinlich. Ich habe nichts aus Fernkampf. Ich sehe ihn immer noch nicht. Ist ja auch irgendwo wieder hinter einer Kante verschwunden. Hüpf, Kolonia, hüpf, alle, alle. Da ist er. Auf 7. Ja. Da nee. Kassiert er. Dekassiert. Das ist doch nicht der Mate. Ne. Boah, den habe ich aber auch mies gegeben. Oh, der hat den blauen Auge, der hat den blauen Auge. Hallo. Oha, oha. Baby. Baby. Und eine Desert Eagle für dich. Boah. Kannst du noch irgendwas mitnehmen? Da ist der andere Typ im Westen. Wo im Westen? In dem Westen. Und da kassiert er direkt. Ey. Wer hat... Oh, das war ein bisschen tief. Oh, fuck, ich auch. Ich komm jetzt mal. Ey, wo ist der da? Komm da nicht hin! Nein! Ja, finde ich. Bin ich das hinter dir? Hinter dir, hinter dir.
Was hat der wieder für ein Schild? Ich hab dem vorhin einen 86er Hit gegeben. Alter, ich hab dem 2 Hits gegeben. Puh, noch 3 Leben. Wow. Ich hätte 2 Minis für dich. Ich hab einen Mini für mich und ein Medikit. Na dann. Und da bei dem anderen lag eine Desert Eagle rum. Okay. Soll ich dir noch gesagt haben, bevor du dich da in den Kampf gestürzt hast. Ich dachte, nach dem 86er Hit, den ich dem Sniper verbraten habe, wäre der Kampf gegessen. Der hatte noch blaues Schild, als ich ihn das erste Mal getroffen habe. Ja, voll krass. Da musste sich irgendwie nochmal zwischendurch was gegönnt haben. So. Ja. Der war auf jeden Fall nicht schlecht. Das ist natürlich nichts. Oh, ach, Idiot. Was hast du gemacht? Ich bin gesprungen. Von zu hoch von seiner Balustrade. Ich hatte es. Nee, nicht so hoch. Seine Balustrade, ui, was hat der denn da für ein Kunstwerk gebaut, dass du das als Balustrade betitelst? Ich weiß nicht, warum ich Balustrade gesagt habe, mir ist kein besseres Wort eingefallen. ja gut, also wir sind da jetzt was so Goldenes unterwegs, muss man dazu sagen. Ja, aber da sind Treppen von weg gebaut, ich wette, das ist ein Revolver. Oder ein Busch. Oder ein Busch, nee, ein Busch ist nicht, dafür ist zu groß. Das war sehr schlau. Ich bin als erster da. Das ist ein Busch. Ich bin wieder weg als erster. Das ist was Blaues. Das ist bestimmt auch was ganz Tolles. Ja. Du musst da jetzt Material ohne Ende haben. Ich verstehe auch nicht, wo dass die beide so wenig hatten, ne? Hier. Nehme ich mal mit. Ich habe einen Slot frei. Aber glücklich bin ich da nicht drüber. Möchte ich dazu sagen. Hättest du irgendwie 3 Schuss für die Shotgun oder so für mich? Ach, ich hab 36. Jetzt, Medium Bullet. 45. Nee, das war... Oh. Sturmgewehr. Da kommt ein Drop direkt neben uns. Nice. Dankeschön. Bitteschön. Ja, aber sind die Drops nicht immer in der Zone? Dachte ich eigentlich auch, krass. Der ist gerade komplett weg von der Zone. Ja. Ich dachte, die werden immer am Rand der Zone. Ja, ich auch. Trollt der und so. Der trollende Drop. Ja, aber ich meine, ich glaube nicht, dass hier in der Gegend noch Leute sein werden, oder? Nee, das ist immer safe unser. Ja, aber warum kommt dann am Arsch der Welt ein Drop hin? Du musst direkt mal ein Ticket schreiben. Ich werde es raus. Oh, komm, hier sind noch Bandages. Sweet. Need for Speed. Hier ist noch Shotgun Ammo und eine blaue Shotty. Dann schauen wir doch mal. Ui, das goldene Scar. Ja, kannst du ja gerne nehmen. Nimm die auch. Ich glaube, ich gönn, oder? Ah, willst du das Medikit dir schon gönnen? Ja, ich glaube schon. Gib mir mal auf jeden Fall einen von den mittleren. Ich kann die Mitte noch einfach stacken jetzt. Dann nehme ich die Granaten mit. Ne. Na gut, dann nimm das auch. Die Bandages kannst du mit. Ja. Und unten ist noch Shotgun-Ammo. Wenn du noch immer brauchst. Ja, ich habe auch noch 24. Verballer die 17 eh nicht mehr in diesem Game. Ne. Das stimmt. Und dann mal los. Wir sind relativ gut ausgerüstet, würde ich mal behaupten. Ja. Also ich glaube, ich werde aber anstatt irgendwelche Deagle-Luckshots zu probieren, lieber mit der Scar rumschießen. Glaube ich auch. Ich glaube, dass du das probierst. Für dich. Wir könnten uns im Prison eincampen. Gebaut hat. Wie gesagt, ich war fasziniert. Hast du eigentlich auch den Bug, dass wenn einer gedownt wurde und der aufgehebt wurde, dass links neben dem so ein Todessymbol steht? Ja. Vollkommen. Untot. Ein Zombie. Wenn wir uns entlang der Küste ja. bewegen, kann uns wenigstens keiner Rücken fallen.
Wie soll man eine goldene Pump-Shotgun rausbringen, die einfach super schnell nachpumpt? Die du halt fast nie findest. Ich finde die Pump-Shotgun so die geilste Waffe im Spiel. Ja, ich auch. Scheiße mal auf diese Auto-Shotgun, die würde ich immer abgeben für eine Pump. Egal ob die grau, lila oder so. Ja, ich gebe mittlerweile auch die lila ne für eine graue Pump-Shotgun ab. Ja, ist mir so egal. Die ist einfach besser, die ist einfach echt besser. Ja. Die knallt einfach, wenn du richtig triffst, immer viel mehr rein als dieses blöde Auto. Aber du siehst so viele Leute nur mit dieser Auto spielen, weil es halt irgendwie einfacher ist. Keine Ahnung, was blau ist an dem Heuballen. Bestimmt C4. Nice, das kannst du ja stacken. Eine Pistole, nice. Ich nehme die Ammo mit. Ich habe nichts dafür, aber... weil ich's kann. Weil ich's kann. Damit andere Leute das nicht bekommen. Dieses ist jemand schon ausgelootet. Unverschämtheit. Wer lernt das denn bei der Rennbahn? So, gehen wir in die Zone. Was ist denn in der Zone? Retail Row. Muss eigentlich immer eine Stadt in der Zone sein? Nö. Ich habe es fast immer eine Stadt in der Zone. Die Städtedichte ist hier so hoch. Ja, ja, stimmt schon. Mein erster Win, der war hier unten im Nirgendwo. Nee, die letzten Zonen, also die ganz kleinen Zonen, sind selten in Städten. Ich meine so Zonen jetzt. Ach so, keine Ahnung. Da im Westen baut einer. 13 Leute, 12, 4. Sechs Teams. Sollen wir mal Deckung in der Ruine da suchen? Bandages, hat sich schon gelohnt. Ich glaube, der hat in unsere Richtung geguckt. Ja. Ja. Ich glaube auch. Tschu. Wow, dude. Der hat richtig Lust. Hallo. 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 Was machen wir jetzt? Hey, Junge, du bist nicht durch die Wand. Ja, jetzt habe ich noch zwei Schuss. Ist der in diesem, der ist in dem Haus auf Westen, ne? Also in diesem Tower, ja. Ja, was heißt Tower? Zwei ja. Kästen übereinander. Lächerlicher Tower. Wo ist denn der Drop? Können uns nach Retail Road durchschlagen und dann den Drop da nehmen. Ist der, können wir machen. Dann lass mal außen rum gehen. Das ist natürlich hochgradig risky, weil wir dann von allen Seiten gesandwiched werden. Wie immer. Aber anders mag ich's auch nicht. Da baut einer mitten in Retail einen Tower. Jo. Ein bisschen in unserem Weg. Ich wollte gerade sagen. Oh, die schießen auch auf uns. Können die mal aufeinander schießen? Echt? Junge, da ist noch ein Tower. Hast du jetzt geschossen? Ja. Ey, boah, von hinten auch noch. Lass mal bitte irgendwo hingehen, wo du nicht. Hier, das ist in den Supermarkt. Da ja. Können die uns alle mal. Ich geh jetzt shoppen. Ja. Ist das abgefuckt hier? Gehen mir alle auf die Eier. Ich kann mal ganz gerne irgendwo meine Falle platzieren. Wie wär's denn hier? Ne, geht nicht. Geht nicht. Ich kann mal nirgendwo die Falle platzieren. Kopf tot, damit die sich hier nicht hinter verstecken kann. Einfach aus Wut die Einrichtung zerstören. Oh, wir sind in der Zone. Lass mal im Supermarkt. Wise. Da kloppen sie sich doch schon. Dann können sie die Finger wieder nicht stillhalten. Sehr gut. Es sind aber auch noch viel mehr Teams da, ne? Also...
Das Einzige ist natürlich jetzt, ne, wo ich hier alles weggeklappt habe, dass man deine Falle relativ präsent sieht. Verdammt. Warum ist hier eigentlich so ein Spalt zwischen? Das nervt mich ein bisschen. Dann machen wir so, dann kann man nämlich auch aufs Dach. Vorsicht, ne, hinter uns war ja auch noch Sniper. Hinter uns? Ja. Wir wurden von drei Seiten beschossen, als wir hier reingegangen sind. Von drei? Das hab ich ja nicht mitbekommen. Nur von zwei. Der war hier genau im Nordosten, kam das her. Ja gut, also sind jetzt noch zwei Teams außer uns. Ne, drei Teams außer uns. Mathe, ja, außer es sind zwei Einzelne oder so. Ja, also dafür sind die zu... Ist zu still gerade. Ja, also da sind auf jeden Fall zwei in diesem Form direkt vor uns auf Westen, also Südwesten. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Ich glaube, die wissen auch, dass wir hier sind. Obwohl, ja, die wissen, glaube ich... Das war Nordosten. Ja. Der muss auf jeden Fall gleich zu uns. Oh, das klang sehr nah. Okay, also in dem Turm ist auf jeden Fall nur einer. Ich sehe nur einen in dem Turm. Das ist echt ein Einzelner. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also in dem Turm auf... Ne, weißt du. Nordosten hast du gesagt, hast du die Schlüsse gehört? Mhm. Ja, ich sehe ihn. Der ist auf 35 Grad bei unserer Richtung gerannt. Ja, der wird wahrscheinlich in den Supermarkt und auf der anderen Seite reingehen. Sollen wir da hin? Ich weiß nicht. Sollen wir hier bleiben erstmal. Gut. Gucken, was er macht. Weil wenn er jetzt hier drüben auftaucht, können wir ihn einfach richtig einfach ficken. So. Da, der läuft auch im Nordosten noch immer auf dem Hügel rum. Ich weiß nicht, ob du ihn gerade gesehen hast. Da, nee. Auf 30 ungefähr, von dir aus gesehen. Da war er gerade. Wir müssten halt entweder oben lang auf dem Dach. Ja, oben auf dem Dach ist mega gefährlich. Er ist ja jetzt im Supermarkt, ne? In unserem? Ja, in dem anderen Teil. Achso, ja, ich wollte gerade sagen, in unserem nicht. Ja, das heißt, ich hoffe, der kommt dann einfach hier aufs Dach raus. Dann können wir ihn wegholen. Ja. Ja, vielleicht. Mal gucken, wo die Zone landet. Hm. Oh, nice. Ich würde sagen, ganz gut. Der muss hier rüberkommen. Aber kann die anderen können halt... Unten ist halt viel zu unsafe. Ja. Die überall rein. Aber das hört man halt, ne? Der ist auch runtergesprungen auf der Straße vor uns. Oh, da ist er. Oh, fuck. Holen dir. Nice, nimm dir das Sniper und wieder hoch, wieder rein, Mann. Hast du Sniper-Muni? Ja, hab ich. Ach, wir sind in einem anderen Teil. Oder? Sind wir? Nee. Der läuft hier auf dem Dach rum. Der andere. Der ist in die Falle gelaufen von mir. Nice. Hinterher. Der hat deine Treppe, glaube ich, benutzt. Ja. Nice. Ja. Ist das Sniper-Muni für mich? Ja. Ja. Was? Machen wir mal. Spinksen so. Hier. Ein Team und ein Einzelner. Oder? Der... Oh, werden wir von... Alter, hinter uns im Osten. Oder? Hinter der Mauer, aber der muss jetzt eh zu uns. Ich würde sagen. Können wir der Tat abchillen. Der andere vom Tower im Süden, der Kalk, ist auch auf die Straße gelaufen. Ja, lass einfach hier drin bleiben erstmal. Wir haben echt die bessere Position. Ja. Das ist doch so unnötig, dass jetzt noch Drops kommen. Die lootet doch eh keiner mehr. Okay, ich sehe den anderen Typen. Wo siehst du ihn? Genau Südosten hier hinter der Wand. Ja. Das ist der Einzelne.
Wir haben hier ein paar Einzelne rumlaufen. Schon wieder. Leute, man kann ja nicht durchschießen. Mein Gott. Ja, aber er kann mit seinen Pfeilen durchschießen. Was? Ja, ein Pfeil ist gerade durchgekommen. Lol. Ich kann da nicht durchschießen. So, weil. Ah, die kloppen sich mit dem. Wir könnten jetzt eigentlich von hinten oben angreifen. Ja, lass noch chillen, Alter. Es sind noch ein Team da. Ja, die haben den gerade getötet. Ah, da. Boah, ich hab den einen Helfer gegeben. Was? 46 hat er weg. Okay. Ey, wir haben die beste Position, lass mal hier einbauen. Ja. Oh fuck. Au. Nee, komm, lass runter, 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 runter. Ja. Komm, lass mal ins Haus zurückziehen. Doch, der baut zu uns. Der kommt, ja, lass ins Haus. Nice, gute Falle. Auf der Treppe einfach. Wir müssen hier rein. Ja, die müssen hier einfach rein. Die Wichser. Schießen hier die Wand auf? Ich glaube, die sind einfach nur... Oh, oh. Die werfen von oben, ja. Da. Wir versuchen uns auszuräuchern. Wo müssen wir denn hin? Da hin. Die auf dem Dach. Ne, die sind 100% auf dem Dach. Baust du das gerade? Oder haben wir... Ne, die haben das gebaut. Ja. Hast du noch eine Falle gemacht? Ne, das waren die. Krass. Wo kann die sein? Oha! Die sind oben! Bist du? Ich bin unten. Jo, ich bin richtig gefickt hier drin. Du musst kommen. Ich auch. Ich hab 3 HP. Ich hab einen. Nice, okay, ich komme. Nice! Nice! Auf die Pump-Shotgun ist einfach Verlass.